Wir sind auf der Suche nach einem Hinweis, wie wir an das Lied kommen können, was wir ja in dem Filmset-Studio singen müssen. Da wir keinen Plan haben, wir aber wissen, dass der gute Barry ein Fan von der Anime-Folge gewesen ist, sind wir jetzt in seinem Übungsstudio und schauen uns ein wenig um. Oh, und Tuma hat es auch direkt gefunden. Es ist noch in dem Player drin. Na, was für ein Zufall. Ja, hören wir uns direkt mal an. Die Gesichter dazu, sehr schön. Ja, das haben wir festgestellt. Also die beiden hören auf jeden Fall diesen Song richtig gut zu. Während Tsubasa ordentlich schwitzt. Ich weiß nicht, ob sie zwanghaft den Song verstehen möchte. Und deshalb irgendwie so viel schwitzt. Aber Kiria ist ja völlig tiefenentspannt. Guck mal, die ist sogar rot. Irgendwas scheint sie zu erwärmen. Und sie hat so ein Lächeln im Gesicht. Also liegt ihr das Lied anscheinend besser, oder? Ja, wir nehmen auf jeden Fall Kiria. Also ganz ehrlich, mehr Hinweise kann uns das Spiel doch gar nicht geben. Tsubasa wäre doch bestimmt völlig überfordert. Ach ja, sie sagt's auch. Oh, diese Stimme, die ist so bezaubernd. Kiria? Was? Oh, was? Ach, ich war gerade nicht hier auf Erden. Es ist nichts. Ja, alles in Ordnung. Na, guck mal einer an. Na, siehst du, haben wir doch die richtige gefunden. Aber hey, Itsuki. Ich singe es, bitte. Lass mich das handeln. Oh. Naja, die Frage ist, was wäre denn, wenn wir jetzt Tsubasa gewählt hätten? Hätten wir dann direkt das gleiche Ergebnis bekommen? Hätte sich dann Kiria eingemischt? Gibt's dafür auch so eine Art Trophäe? Wir wissen es nicht. Ja, und tatsächlich werden wir, so wie es aussieht, einen neuen Song von ihr performt sehen. War das jetzt deutsch grammatisch richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie eine neue Performer bekommen. Ja, wir gehen direkt zum Bloom Palace zurück. Und dann wird sie schön diesen Song für uns performen. Sehr nice, sehr nice. Und die kann es ja eh am besten. Und dann kriegt sie bestimmt auch ein neues Outfit. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Ja, wir kriegen eine Kontaktnachricht. Mal gucken, wer das ist. Es ist natürlich Tiki, die sagt, wir können wieder etwas Neues lernen. Und auch in der Nebengeschichte steht nochmal die Info. Ja, Kiria's Radiant Skill, Rainbow Vocals. Rainbow Vocals. Ja, Rainbow Vocals. Like in Christopher Street Day. Und wir gehen direkt, nein, nicht hier in dieses Dungeon. Wir müssen ins Office, Fortuna Office, and let's go. Was ist das eigentlich für ein komischer Ton, der immer kommt? Also immer, wenn wir in so ein Gebiet reingehen, dann kommt immer so eine komische Sirene. Hört ihr das auch? Immer dieses dünn, dünn. Warum? Warum zum Teufel kommt dann immer so eine komische Schiffssirene? Klingt zumindest wie eine Schiffssirene. Oder, ja, keine Ahnung, oder von so einem Autoscooter. Hier noch eine Runde. Dünn, dünn, dünn. Auch irgendwie seltsam. Manchmal erschrecke ich mich, wenn ich die Kopfhörer aufhabe. So, liebe Tiki, ich bin gespannt, was du uns jetzt... Ach ja, die ist so knuffig. Performer. Los, ich bin trotzdem gespannt, was du uns jetzt hier zu bieten hast. Rainbow Vocals haben wir schon gelesen. Ja. Wir können es auch gar nicht abwarten. Da ist ja auch schon Kiria. Ich muss sagen, von allen Frauen ist auch Kiria eh die coolste hier.
Ja, die ist nicht zu weiblich, die ist nicht zu hochnäsig, die ist nicht zu mädchenhaft, die ist nicht zu fraulich. Ja, die ist irgendwie von jedem so ein bisschen was. Sie wirkt immer so ganz cool und dabei macht sie sich um jeden Sorgen. Ja, genau so. Jemanden will man doch haben, oder? Ja, die Geschmäcker gehen auseinander. Ah, die finde ich cool. Und die ist nämlich auch gar nicht so kaltherzig und cool, wie sie hier dargestellt wird. Und vor allem, die gibt sich ja auch gar nicht so. Die müsste sonst viel, viel mehr so einen Ton anschlagen, wie der Yashiro. Macht sie aber nicht. Die spricht und handelt ja ganz, ganz anders. Birse ist es immer cool, wenn wir bei ihr irgendwas ertappen, was ihr vielleicht unangenehm ist. Er guckt die immer so ganz schüchtern nach unten und wird rot. Auch cool. Na, mal gucken. Vielleicht haben wir ja zum Schluss irgendwie die Möglichkeit, dass wir hier den ein oder anderen Charakter zusammenführen können. Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist ja ein Nattlos-Spiel und das passiert sehr selten. Dass man hier so eine Art Liebesgeschichte hat. Aber es würde halt hier in dieses Spiel passen. Da haben wir schon mal so ein schönes Pop-Spiel, nur Pop- und Rockkultur. Warum dann hier auch mal so ein bisschen Nähe zeigen? Das ist doch das, was wir Spieler auch ab und zu mal sehen wollen. So, ja, wir hätten direkt mal zurück zu Daito TV Station. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt auf die Performance. Ich habe übrigens auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Na egal, kriegen wir schon irgendwie hin. So, was haben wir hier? Eine neue Main Story? SMS? Es ist Kiria. Sorry for the wait, everyone. Let's head back to Illusory Daito TV Station. Doesn't matter what I think, Kiria will always be Kiria. Warum sie das nochmal wiederholt hat, unter betont hat, keine Ahnung. Naja, ich denke, weil es eine Schnulze werden wird, aber wobei, das war ja keine Schnulze. Wir haben ja den Song nun gehört. Vielleicht macht sie eine Eigenperformance draus, keine Ahnung. Kann ja sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich nur diesen Song nachperformen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hätte sogar erst gedacht, dass sie den singt, dass wir zu ihr müssen. Weil Barry ist ja in dem Fanclub von ihr. Und hätte sein können, dass sie dann mit der Anime-Serie oder dem Song auch etwas zu tun hat. Aber gut, wir wissen ja, sie ist ja keine Sängerin. Das haben wir ja vorher schon gewusst. Na egal. Mal gucken, was passiert. Ja, und dann ist ja auch die Frage, was ist, wenn der Song performt wird? Kommt dann gleich ein Endkampf? Weil wir hatten ja erstmal einen. Oder müssen wir dann erstmal das Dungeon weiter erforsten? Na, es wäre schon komisch. Endkampf, Song performt, dann wieder Endkampf. Na, ich denke nicht. Ich denke, wir müssen hier das Dungeon noch ein wenig weiter erkunden. Weil ein paar Items fehlen uns ja auch. Es sei denn, wir haben halt noch nicht genügend Gegner besiegt. Und ich habe auch generell sehr wenig Gegner besiegt. Es kann sein, dass ich hier offscreen gleich noch ein bisschen leveln muss. Aber da lasse ich mich überraschen. Ja, wir warpen uns zurück in Set B. Oder zu Set B. Ja, und wir sagen, dass wir den Song gelernt haben. Wobei es auch sehr, sehr schnell ging. War so richtig lernen, müssen die Sachen auch nicht. Kann das sein? Ja, und hier schaut man ja ein neues Schwert für unseren Itsuki. So, Herr Direktor, wir haben es geschafft. Wir haben durch einen Performer einfach mal einen neuen Song kreiert. Ja, oh, ich habe auf euch gewartet. Und? Chop, chop, lass mal hören. Okay. Überlass das ruhig mir. Tut mir leid, Leute. Ah, das passt ja mal gar nicht zu ihr. Alter, das sah richtig scheiße aus. Also, naja, nicht scheiße. Ja, heute ist ja das Wort scheiße auch ein Kompliment. Dass man sagt, oh, das war ja scheiße geil, scheiße krass, oh, scheiße war das gut. Ja, genau so ist das hier auch. Also, richtig witzig. Da muss man sich richtig das Lachen verkneifen. Ich meine, ich habe halt nur mit allem gerechnet. Das jetzt aber auch noch so ein Gesicht sieht und rumhabbelt.
Wie witzig ist das denn? Die hätte ja auch ganz normal einfach so tanzen können. Aber gut, die muss ja auch performen. Immerhin wird sie ja im Fernsehen auftreten. Geile Performance. Also ich muss sagen, das hat sie gut gemacht. Und noch ein Charakterzug und noch eine Eigenschaft, die wir nicht erwartet haben von Kiria. Vorher noch hochgelobt und jetzt hat sie es nochmal bestätigt. Na, die ist doch einfach dufte, oder nicht? Na, die, also wer die nicht haben will, da weiß ich auch nicht. Ja, die ist einfach zu perfekt. Die kann ja alles. Und was sagt der Mirage? Ist er etwa nicht beeindruckt? Hat er sich etwa was anderes vorgestellt? Vielleicht etwas düsterer? Immerhin sind wir auch in einer Idolia Sphere, in einer finsteren Umgebung. Ja. Ah, er findet es sogar noch besser als das Original für die Show. Alright, na dann gehen wir es an. Wir sollen im Raum warten einfach, im Aufenthaltsraum. Er lässt für uns die Tür nach unten. Die Kiria, also einfach geil. Zu geil einfach. Tja. It seems that a path leading to the next area has opened. Ja, du hast es geschafft, Kiria. Das war unglaublich. Naja, war ja auch kein schlechter Song. Also, los, lasst uns gehen. Ja, wir haben schon wieder eine Nachricht bekommen. Hören wir uns aber erstmal nicht... Oh nein! Juhu! Leute, ich habe völlig vergessen, dass wir noch in einem Dungeon sind. Nein! Das kam komplett überraschend. Ja, das kam total überraschend. Ich muss sofort hier abhauen. Smoking Machine. Ja, ich bin noch nicht lebensmüde. Boah. Okay, also wenn man sich auf was verlassen kann, dann auf diese Rauchbomben. Und wir haben übrigens einen neuen Radiant Skill bekommen. Das heißt, Tuma kann jetzt auch, wenn er nicht in der Gruppe gerade aktiv teilnimmt, angreifen. Geil, oder? Das heißt, wir können unsere Combo erhöhen. Und da das momentan der einzige Charakter ist, der das drauf hat, ja, sollten wir ihn auch bewusst erstmal draußen lassen. Der hat auch eh keine Waffe, die er noch aufrüsten kann. Im Level ist er auch schon ziemlich hoch, also was soll's. Er verpasst also erstmal nichts. Ja, wir nehmen Slow-Ma. Ja, und schau mal, wie die alle schön da liegen. Ja, es ist noch Platz für zwei Charaktere. Also neben Maiko wird noch jemand liegen. Und Barry kratzt sich schön am Sack auch nicht. Dass er das nicht zeigen, dass das dann so angedeutet wird. Ist ja witzig, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, dann schlafen. Und Kiria, guckt sie etwa zu uns? Das ist doch kein Zufall, dass sie am Ellenbogen von uns liegt. Habt ihr gesehen? Und ihr Zuki hat auch mal direkt zurückgeguckt. Na, ich wusste doch, bei den beiden läuft doch was. Ah, schön, schön. Das sehe ich gerne, wie sich die Dinge hier entwickeln. Nice. Ach, ich gönn's den beiden. Ich wollte gerade sagen, laufen wir gerade wieder zurück? Nee. So, nicht wundern, dass ich hier zurücklaufe. Ja, ich weiß, es ist eine Tür von der anderen Seite, die geöffnet werden muss. Aber ihr habt da nur festgestellt, dass ich die Wände auch sehr, sehr gerne ablaufe. Das ist einfach von Etwin Odyssey so drin. Und hier direkt die nächste Aufgabe. Hey, all that stuff before about subbing in. How's about we just pretend that never happened? Our guest musicians' performance got extended and we can't squeeze in the anime song. And the script got changed. Please deliver these new scripts to the tall guys standing outside the door. Okay, da stehen irgendwelche großen Jungs und der hat wohl gerade das Skript, also den Bühnenauftritt, geändert, um irgendwas zu vertuschen, keine Ahnung. Na gut, da wir jetzt auch der neue Frontsänger sind, muss er vielleicht ein bisschen improvisieren, weil wir vielleicht als Kiria hier nicht reinpassen und Fragen vielleicht entstehen könnten. Deswegen hat er einfach mal irgendwas umgeschrieben und wir sollen uns ja die neuen Skripte aushändigen irgendwelchen Jungs da draußen. Er sagt, outside that door to the east, west and north, nicht im Süden, also drei Stück. Book it. Do you want me to make an appointment with them? Wie appointment? Was meint er damit? Oh, naja, we gotta start shooting before the writer changes his mind. Otherwise, he'll change the script again. It's a race against me. Ach so, wir sollen es einfach nur unterschreiben lassen, oder wie? Sonst machen die nicht mit? Haben wir das gerade falsch verstanden? Sonst, wenn die das nicht machen, ändern die das Skript selber nochmal? Ja, so wird das gemacht in der Branche. Was? Wir haben ein Skript? Alles klar, zeig mal her. Ich schreibe es nochmal selber um.
Okay, dann gehen wir mal hier raus. Durch die Westtür. Und mal gucken, ob wir es schaffen hier. Heute. Ja, die dritte Ebene auch abzugrasen. Wäre schon schön. Ja, ich gebe mal ein bisschen Gas. Fasterin, das ist gut, dass wir das bekommen haben. Ist da noch was drin? Ach so, wir können davon gar nicht mehr nehmen. Na dann, ja, verbrauche ich einfach mal eins dieser Items. Ich hoffe, das geht. Fasterin, Fasterin. Ja, hier. Ja, Mist. Naja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Bonus gibt, eine Trophy und eine Ingame-Trophy für das Öffnen aller Truhen. Nur wenn die sich hier nicht öffnen lässt, weil wir das Item einfach schon zu oft im Gepäck haben. Ja, schon blöd, oder? Naja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss da eh nochmal zurück. Darf ich noch nicht vergessen. Leider wird es auf der Karte auch gar nicht angezeigt. Das ist ein bisschen blöd. Also wo eine Truhe ist. Diese roten Truhen, die wir nur öffnen können mit Treasure Keys, die werden schon angezeigt. Aber diese normalen leider nicht. Ach genau, Kakadrop. Das waren ja die Items, die unsere EP-Anzeige wieder auffüllen können. Ja, ich weiß, es heißt Chakra. Aber Kakra klingt... Ja, okay, es klingt beschissen. Ja, es klingt wirklich nicht so doll. Aber ganz ehrlich, wer von euch spricht es denn bitte nicht so aus? Okay, jetzt gehen wir hier im Kreis, so wie es aussieht. Ja, Attacke von hinten. Ich gehe mal hier unten durch. Mal gucken, was passiert. Laut Karte. Oh, wer ist denn das? Was ist das denn? Ach, einer von den Akteuren, alles klar. Und nu? She's checking. Ah, oh, sag bloß, die müssen wir jetzt mehrmals anquatschen. Na, ist ja blöd. Da habe ich jetzt auch keine Lust, da mehrmals hinzulaufen. Ja, zu... Oh, zumindest ist hier eine Abkürzung. Jawohl! Oh, na klar, dann werde ich erstmal hier alle Türen zerschmettern. Frag mich aber nicht, wo es hier lang geht, weil irgendwie... Ich laufe jetzt völlig planlos hier im Kreis. Laut Karte ist auch überhaupt nichts einzusehen, wo es lang geht. Aber wir kommen gut durch, kann das sein? Das ist schon mal ein großer Vorteil. So, mal gucken, was haben wir hier? Kohle, das ist gut. Kohle kann ich immer gebrauchen. Und da fällt mir ein, ich wollte ja auch schon längst mal mein Outfit ändern. Zumindest für die Kiria. Ach, wisst ihr was, kommen hier ein, können wir auch immer besiegen. Ja, damit wir auch ein bisschen kämpfen heute. Wobei, in der letzten Folge haben wir schon einen richtig langen Kampf gehabt. Von daher alles nicht so wild. Und ich bin gespannt, ob tatsächlich Tuma von außerhalb angreifen kann. So, wir machen folgendes. Wir machen hier Masio. Die Frage ist, auf wen? Weil die sind alle leider überhaupt nicht blitzanfällig, aber schwertanfällig. Ja, wir machen mal Fatalschwert. Ja, und Tuma kann tatsächlich von außerhalb angreifen. Blöd ist, dass Tsubasa keine Follow-Up-Attack machen kann. Ja, wirklich schade. Na egal, wir werden es überleben. Oh je, ey, aber doll ist nicht, oder? Ey, also wenn jetzt viermal angreifen danach... Oh je. Oh, unsere erste Dreier-Kombo. Das ist in Ordnung. Okay, auch interessant. Ja, Trio-Session. Da haben wir gleich mal einen Orden bekommen. Nein. Und natürlich machen die einen Session-Skill. Und die können auch zweimal angreifen. Oh je. Er macht Bodyguard. Auf wen? Auf sich selber? Okay, Gott sei Dank kein Session-Skill. Tja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Sollten wir mit Tsubasa angreifen? Naja, er ist zumindest schwach dagegen.
Leider nur eine Zweier-Kombo. Aber was beschwer ich mich? Er ist nicht weg. Ja, Risiko? Machen wir Risiko? Ja, das Problem ist, ich kann kein Risiko gehen. Oder? Boah, ist das Mist. Tja. Ne, dann hoffe ich einfach mal, dass wir das überleben. Also, wir werden aber überleben. So, wo ist denn hier Eiskill? Können wir hier Eis-Pack? Jawohl. Ich habe auch bisher noch kein besseres Item gefunden, was uns mehr als 200 Lebenspunkte wieder zurückgibt. Oh, natürlich ist es ein Critical. Mann, ich könnte brechen. Ja. So viel dazu. Muss ich abholen. Kann ich vergessen. Habt ihr jetzt keinen Bock, hier nochmal anzufangen? Krass, ey. Wie stark die auch sind. Wie einfach scheiße stark diese Mirage sind. Warum? Warum sind die so stark? Ich verstehe es nicht. Aber wir haben trotzdem noch Items bekommen. Okay, interessant. Und aufgestiegen sind wir sogar auch. Ach, das ist ja cool. Das heißt, das, was wir im Kampf schon als Bonus bekommen, bleibt erhalten, auch wenn wir flüchten. Na, wie geil ist denn das? Ja, komm hier, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht hier. Wir pfeifen auf die Stärkung und Schwächung. Naja, dann ist es ja auch schön, das mal gezeigt zu haben, damit ihr seht, das lohnt sich ja trotzdem, einen Kampf zu probieren und dass es keine Schande ist, dann doch mal einen Rückzieher zu machen, weil wir den Bonus nicht verlieren. Nice, das ist wirklich gut. Ja, dann werde ich mich mal hier aufheilen kurz. So, erledigt und wir gehen weiter. Aber ihr seht schon, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir ein bisschen mehr kämpfen sollten. Ja, ich weiß, dass hier oben nichts gewesen ist. Aber wir machen das nur der Vollständigkeit halber. Sind die eigentlich immer noch verlangsamt? Ich weiß gar nicht, ob der Effekt noch anhält. So, was haben wir hier? Okay. Also ich muss sagen, die Wege sind ganz schön verästelt. Und leider gibt es ja auch keine Abkürzung. Okay, nee, die sind anscheinend doch wieder schneller unterwegs. Ja, ich denke, dann werden wir das hier in einer Runde gar nicht schaffen, alles zeigen zu können. Ach ja, genau, die Items hier, die sind ja auch sehr interessant. Fully Restores HP and Increases Magic by Sui. Ich weiß immer noch nicht, ob diese Boni... Also wir kriegen tatsächlich Magie plus 3. Ob das nur für den Dungeon-Aufenthalt zählt? Weil wenn ja, wäre es eine interessante Überlegung von der Strategie her, dass man sich immer schwächt, wieder aufheilt mit genau diesem Item, bis man volle Pulle Magiepunkte hat, um dann einen Endgegner anzugehen. Noch cooler wäre es natürlich, wenn das dauerhafte Effekte sind. Wisst ihr was? Wir können es ja mal probieren. Wir machen das mal bei... Ja, warte mal. Wir machen es irgendwann mal bei der Kiria, oder? Naja, Speed Increase könnte auch zu Basa nehmen, weil die ist ja momentan die schnellste, die angreifen kann. Das war aber jetzt nicht das, was ich eigentlich bei den Items gesucht habe. Ich wollte was anderes nehmen, und zwar, wo haben wir es denn? Hier, Fast Ubin S. Ja. So. Ja, laut Karte ist hier immer noch alles zu, die Türen sind verschlossen. Und jetzt sind wir fast einmal im Kreis gelaufen. Aber auch nur fast. So, das ist auch nochmal ein Mirage. Ja, ich gehe zuerst mal hier nach oben. Ah, hier ist Nummer 2. Ja, ein Replacement-Script. Und auch er würde sich erstmal durchlesen. Ja, sieht schon witzig aus. Also laut Karte. So, mal gucken. Ich gehe erstmal hier ganz kurz zurück. Warum? Weil da ist noch ein Gang, den wir nicht abgelaufen sind.
Das war hier über die Brücke rüber. Ah, geht doch gar nicht. Da ist eh eine Sackgasse. Hm, okay, interessant. Tja, was mache ich denn jetzt? Okay, Maiko schreibt uns. Ja, gehe ich jetzt komplett zurück oder gehe ich erstmal nach oben? Tja, sollte ich erstmal die Kreisrunde machen? Naja, mein Gefühl sagt mir... Nee, erstmal zurück. Ich gehe doch erstmal zurück. Vielleicht haben wir irgendwo was übersehen. Naja, jetzt wird es natürlich ein bisschen ätzend und langweilig, weil wenn wir jetzt ganz, ganz viele Laufwege haben, ist das bestimmt nicht gerade so spannend zum Zugucken, aber ist ja auch nicht schlimm. Guck mal hier, wir haben es doch fast schon geschafft. Na klar, weil so groß sind die Wege ja nun auch nicht. Und stellt euch jetzt mal vor, wir würden jeden einzelnen Mirage angehen und nochmal besiegen. Wäre das nicht die Hölle? Ja, das wäre auf jeden Fall die Hölle. Aber die Frage ist, warum haben wir hier so eine komischen Türen zu öffnen? Es sieht ja fast alles danach aus, dass wir später irgendwie einen Gang zurückgehen müssten. Und es cleverer wäre, deswegen die Türen hier alle zu öffnen. Wieso machen noch die Türen keinen Sinn? Ich meine, es sind ja keine Abkürzungen, oder? Nee, es sind definitiv keine Abkürzungen. Und dann sind wir sogar schon so lange rumgelaufen, dass wir komplett den Effekt des Items verbraten haben. Auch witzig. Naja, da wir ja eh ein paar kriegen, können wir ruhig nochmal das nehmen. Aber ich verstehe eh nicht den Sinn dahinter, dass wir diese Items überhaupt bei uns haben. Denn unsere Charaktere, die können das ja eh benutzen. Und dann auch noch das Limit auf 5, dass wir nur maximal 5 davon haben dürfen im Gepäck. Verstehe ich überhaupt nicht, macht irgendwie keinen Sinn. Es sei denn, wir verlieren irgendwann später einen Charakter, der genau diesen Skill hat. Das ist ja die Eleonora. Oder? Doch, das ist die, die das kann. Ah, Mist. Jetzt habe ich vergessen zu drücken. Dann ist das einfach mal ein Zeichen, dass wir diesen Kampf bestreiten sollten. Wir haben leider noch keinen Special Skill. Oh, es sind schon wieder so viele. Es sind schon wieder so viele. Einfach ekelhaft. Na, mal gucken. Das ist ein Drache. Ja, na, wisst ihr, was wir da machen? Dann machen wir mal hier. Wurmslayer. Oh, Level 31, Alter. Oh, und danach greifen wir die schon an, ey. Ah, wenn die ein bisschen stärker werden. Und der ist immer noch nicht weg. Gut. Das Schöne ist, dass der verteidigt. Sehr gut. Er greift an und Gott sei Dank waren wir nicht schwach gegen seine Attacke. Sehr gut. Ja, es muss den irgendwie weghauen. Ein Bogen. Na, das ist natürlich mal ein Zeichen. Oh, habe ich jetzt was falsch gemacht? Kann das sein, dass ich jetzt tatsächlich irgend... Das habe ich nicht verstanden. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich nicht gerade irgendwie eine Bogenattacke ausgeübt? Oder habe ich mich verklickt? Ich muss mich verklickt haben. Na egal, ist halt so. Dann attackiere ich den trotzdem. Ja, Gruppenattacken sind eh die besten. So, er wird uns wahrscheinlich versuchen einzuschläfern, oder? Oh nein, der hat eine Gruppenattacke gemacht. Mist. Ja, was machen wir nun? Wir versuchen wieder einmal wieder zu beleben. Das ist aber voll krass, wie hart die Kämpfe sind. Aber ich habe ja auch meine schwächsten Charaktere an Bord. Das bitte nicht vergessen. Normalerweise würde ich ja mit Tuma spielen und dann wäre das Spielgeschehen ja auch deutlich anders. Blitz, wir sollten Blitz machen. Wer kann denn noch Blitz? Und das war wirklich nur gegen Blitz und dieses olle andere Symbol anfällig. Na, ist ja auch Mist. Boah, kann ich nicht irgendwie was anderes machen? Selbst hier bringt es keine Punkte. Und wenn ich auf Tuma wechsle, bringt es auch nichts. Tja, dann... Okay. Ja, aufheilen! Na klar!
Ich habe ja völlig vergessen, dass die uns ja heilen kann. Okay, er macht Gott sei Dank Bodyguard auf sich drauf. Okay, eine Attacke. Eine Attacke ist gut. Oh, und sie hat es schon wieder erwischt. Sie ist einfach zu schwach. Warum? Warum ist sie zu schwach? Das Blöde ist, ich kann nicht schon wieder mit dem die wiederbeleben, weil ich brauche einfach die Blitzattacke. Ja. Ach, Gott sei Dank ist die schon mal weg. Ja, das würde uns etwas helfen. Naja, das Blöde ist, wenn die jetzt immer nur die Eleonora attackieren, dann ist das ja wie so ein Teufelskreis. Okay, Tsubasa schon mal ausgewichen, sehr gut. Und schon wieder. Aber Gott sei Dank kein Critical. Diesmal kein Critical. Und wir brauchen Eis oder Schwertattacken. Sollen sie bekommen? Nee, wir machen nicht Fatal Sword, wir machen ja Fangbreaker. Ja. Ach, ist schon ein echt cooler Skill, dass der von außerhalb angreifen kann. So, ja, sie muss uns heilen. Aber wir machen das mit dem Item, denn sie ist ja leider, was Heilfähigkeiten angeht, sehr, sehr schwach. Das Icepack gibt uns immerhin 200 und sie selber halten nur 178. Bodyguard ist gut. Bodyguard ist sogar sehr gut. So, ja. Eisgift und Schwert. Was ist das hier? Final Hour. Heavy Attack with a chance to cause near fatal damage. Chance relies on skill. Naja, warum nicht? Na klar. Ja, was immer die jetzt gesagt haben, wer es weiß, kann es mal übersetzt reinschreiben. Oh, 504, Alter. Na, das war doch mal nicht schlecht. Warum denn nicht gleich so? Nett. Ja, hier, wir machen eine Mittelattacke. Und ich muss dann mal in der Endanzeige gucken, ob Tuma auch ordentlich was bekommt an Erfahrungspunkten. Und er hat schon wieder verfehlt. Gibt's das? Gibt's natürlich nicht, aber egal. Weak Shot. Critical Hit? Critical? Leider nein. Ach, und sie ist schon wieder gestorben. Ah, langsam wird's langweilig, liebe Eleonora. Lass dir doch mal was anderes einfallen. Nicht immer nur sterben. Wie war's mal mit ein bisschen Überleben? Du kostest uns ganz, ganz viel Kohle. War's auch nicht Schlimmes, weil wir haben ja genug. Ja, Fangbreaker. Soi, Critical. Ja, Masai. Critical und... Wow, er hat mal nicht verfehlt. Sehr gut, er hat nicht verfehlt. Tuma kriegt Erfahrungspunkte, aber nicht ganz so viel, so wie es aussah. Oh, und gleich drei neue Skills. Sehr schön. Level up, level up, level up. Und Stage Rank up. Oh, eine neue Side Story. Aber da die erste sehr langweilig war, werde ich die einfach nur offscreen machen. Armor Slayer. Effective versus Armored Mirages. Aber wo dann kann ich denn Armored Mirages? Was? Nein. Tsionga, lässt du mal schön da. Medium Attack. Fangbreaker. Fatal Sword. Ganz ehrlich, das nutze ich sowieso nie. Wenn, dann nämlich irgendwelche coolen Effekte. Wie das hier. Senkung der offensiven Stärke des Gegners ist viel besser als hier eine Medium Attack. Und das... Na, ist schwierig. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, der kann irgendwie... alles lernen und kriegt einen Bonus drauf. Irgendwann muss ich mich dafür einscheiden. Bisher haben die mir aber kaum was gebracht. Vielleicht sollte ich die doch irgendwie austauschen. Sword Plasma. Kriegen wir einen Boost. Sehr schön. Ja. Da freuen wir uns auf alle Fälle. Sanma, Medium Attack. Ja, wobei Medium Attack. Naja, ich weiß nicht. Okay, da das auch nur einen einzelnen Effekt hat,
Ja, doch, ich tausche es aus. Macht zwar keinen Sinn. Aber für die Heilung haben wir, wie gesagt, auch schon tausendmal erwähnt, unsere Items. Das bringt einfach mehr. Ja, der Kampf hat ziemlich lange gedauert, egal. Aber das war doch mal ganz erfrischend. Mal ein bisschen wieder rum zu überlegen, wie wir am besten hier die Sachen angehen können. Und es hat sich ja auch gelohnt. Immerhin haben wir ein Level abbekommen. Wir haben ein paar neue Skills erhalten. Also alles nur fürs Team. Oh, ich glaube, die Folge, die ist schon wieder sehr, sehr lang. Ich gehe trotzdem nochmal hier den Kreis ganz kurz rum. Ja, ich versuche jetzt allen Mirage auszuweichen. Da ist ein Item. Und uns fehlt ja noch der dritte. Ja, Garden, Akkulade, keine Ahnung, was Akkulade heißt. So, da ist nochmal eine Brücke. Oh, tatsächlich, da müssen wir ja einmal komplett um alles rumlatschen. Das ist schon ein bisschen nervig. Auch hier ist ein Item versteckt. Treasure Key, Treasure Key! Klappt weg. Ja, die werden wir auch bald im Übermaß haben. Tatsächlich, da ist er auch schon. Da ist er, der dritte im Bunde. Oh, es ist Crypt. Reicht das schon? Hat das jetzt schon ausgereicht? Um alle zufriedenzustellen? Ach, hör auf. Wir mussten nur einmal im Kreis gehen und alle abgeben. Ey Leute, wenn ihr die Karte sehen könntet. Also ich frage mich immer noch, was jetzt der... Wow! Oh, was ein Glück! Oder Pech, wir wissen es nicht. Rare Enemy Encounter. Oh, ich bin gespannt. 36, es ist nur einer. Oh Leute, haltet eure Stöpper fest. Oh, das müssen wir irgendwie schaffen. Wow, 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 wow. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen, den zu besiegen. Ja, ich hoffe, der ist anfällig auf Sprung. Yes! Wir haben ihn schon besiegt! Wir haben ihn schon besiegt! Geil! Oh, was ein Erfolg! Da haben wir direkt alles richtig gemacht! Zugabe! Zugabe! Maka-Konverter! Was ist das? Was ist ein Maka-Konverter? Kann ich es irgendwie einsehen? Was haben wir bekommen? Gar nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber nice, oder? Ach, cool. Oh, Unity Note. Was meint sie mit Unity Note? Mal gucken. Tsubasas Carnage ist schon mal fertig. Tumas Carnage ist auch fertig. Brauchten wir tatsächlich von dem das Item? Das wäre witzig. Ja, die Main Story, die klicke ich mal ganz kurz durch. Die ist ja eh nicht so interessant. So, hier, bla. Oh mein Gott, das ist so cute. Oh, Kiria. Du kannst so schön singen. Wieso kannst du nur so aus dir rausgehen? Ach, netter Abschluss. Da haben wir das erste Mal einen Rare Enemy Encounter gehabt und auch direkt mal besiegt. Das heißt, wir machen immer mit jeder Attacke einen Schaden, außer es ist die Schwachpunktsattacke. Dann ist der Schaden größer. Ach, cool. So, lass mal hören hier. Ich hasse es dir zu erzählen, aber du bist ganz schön spät. Oder du bist zu spät. Was? Er hat ein neues Script? Ach, komm mir auf. Ach, jetzt raff ich das. Wir hatten Zeitnot, ey, kleiner Volldrops. Na dann, pass mal auf. Ich mache hier einen Schnitt und wir rasen ganz geschwind durchs Dungeon. Bis gleich, Leute. Then get going. Und los geht's. Na, gibt's das? Und nochmal. Und los geht's. Na, und los geht's. Ah, diesmal haben wir es wohl hinbekommen. Ja, tatsächlich gab es eine gewisse Zeit, die wir nicht unterschreiten durften. Und wir kriegen einen Preis. You can listen to that big guy's live show. I don't know what it is, but his techniques are really something. Okay, das wird Barry sein. Okay, das heißt, ist ja auch witzig. Da haben die den hier quasi als Hauptact genommen. Wie witzig ist denn das? Ich bin gespannt, ob der wirklich einen coolen Act für uns hat. Oder ob es nur eine grauenhafte Show sein wird. Oder besser eine Show des Grauens, nicht grauenhaft. Na, ja, mal sehen. It seems that the path leading to the next area is opened.
Ja, not every day, Kate. You get to see a superstar. Go for it. Oh, but don't cause any trouble for the performer. Phew, okay. Who's hungry? Ja, tatsächlich. Hier wird wohl, oder? Ah, ich traue mich noch nicht. Ich speichere erstmal ab. Das war's eh für die Folge. Ja, was werde ich machen? Ich werde zurückgehen direkt nach... Ja, wie heißt denn eigentlich unser Office? Wie heißt denn das Gebäude? Heißt es einfach nur Office? Na, ich nenne es mal Home Office. Ja, da gehe ich als nächstes hin. Ich werde mich wieder auffallen. Ich werde ein paar Sachen austauschen. Ein bisschen hochleveln. Denke schon, dass wir vielleicht bei jedem Charakter so auf Level, naja, weiß ich nicht, 34, 35 sind. Und dann geht es direkt hier rein. Oh. Normalerweise gibt es doch eine Information, dass es eine böse Präsenz irgendwo drin ist. Ach, hier ist doch noch gar keine böse Präsenz. Hier ist einfach nur der Gang ins nächste Gebiet. Wir können jetzt hier rüber crossen. Und auf der Karte sind noch ganz, ganz viele Gebiete ausgegraut. Aber gut, da können wir eh erst später rein. Aber wieso sind denn da zwei Türen? Warte mal, da muss ich nochmal kurz gucken gehen. Ja, ich weiß, in der einen, da konnten wir nicht durch, weil wir da ein bestimmtes Schwert brauchen, um die Tür zu zerschlagen. Und die andere Tür? Ja, das ist die hier. Hier brauchen wir einfach nur irgendwann ein anderes Schwert. Kann ich mir vorstellen. Und die andere Tür? Ach, das war die Abkürzung. Okay, kommst du nur von der anderen Seite rein. Alles klar. Ja, na dann gucken wir uns trotzdem nochmal an, was sich auf der anderen Seite der Brücke befindet. Vielleicht nochmal ein kleines Gebiet, wo wir eine bestimmte Aufgabe erfüllen müssen? Wer weiß, bisher waren es ja immer so vier Ebenen, kann das sein? Das war bei der Puppe auch schon so, da hatten wir mehrere Ebenen, also immer zwei Hauptebenen. Und diese zwei Hauptebenen haben sie immer unterteilt in so zwei, drei andere kleine Ebenen. Ist hier auch so, wir haben hier wieder zwei Hauptebenen. Die erste war zwei kleinere Ebenen groß. Ja, hört sich blöd an, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und diese Ebene, die ist doch bestimmt jetzt auch wieder zweimal so groß. Ah, wobei, dahinter ist eine große Präsenz. Okay, Leute, dann war es das für die heutige Folge. Wir sehen uns morgen wieder, und zwar zum finalen Endkampf. Ich bin gespannt, was passiert. Sehen wir eine neue Performance? Können wir Barry befreien? Was hat es mit Yashiro auf sich? Vielleicht kommt er auch nochmal mit dazu. Weil wir wissen ja generell gar nicht, was er zum Teufel hier möchte. Oder hat ihn auch irgendjemand beauftragt, nach Barry zu gucken? Ach nee, hat er ja gesagt. Das ist ja nichts, was ihn interessiert. Also ist er auf einer anderen Mission. Na egal, das alles aber in der nächsten Folge von Tokyo Mirage Sessions. Bis dann, alles Gute und tschüss.